Aber wir können es mal davon ausgehen, dass das eine ästhetische Möglichkeit ist. Und da sind wir, glaube ich, eh schon bei unserem dritten und letzten Punkt, nämlich der Frau als Künstlerin. Elfriede Jelinek hat sich natürlich immer wieder in Essays mit Vorgängerinnen, Künstlerinnen auseinandergesetzt. Ingeborg Bachmann ist gefallen, Virginia Woolf wäre eine andere. Sie hat Texte geschrieben zu Friederike Mayröcker. Sie hat aber auch, was ich schon auch wichtig Christa finde, Wolf. zu Christa Wolf, genau. Sie hat aber auch, was ich wichtig finde, jetzt wieder von ihrem künstlerischen Schaffen her, immer auch mit anderen Kolleginnen zusammengearbeitet, vor allem im Bereich der Musik, mit Patricia Jünger, mit Olga Neuwirth ganz, ganz oft kollaboriert. Sie hat mit Lisa D. eine Modeschau gemacht bei den Salzburger Festspielen mit Wally Export. Also sie hat schon auch so einen Kreis mit Eva Mayer, zum Beispiel der Philosophin, der sie Krankheit oder moderne Frauen gewidmet hat. Sie hat sich schon, das würde ich jetzt auch als Teil der feministischen Elfriede Jelinek sehen, immer wieder auch sozusagen mit diesen Künstlerinnen beschäftigt, in Essays, aber auch ganz konkret in Kooperationen und der Zusammenarbeit. Gleichzeitig hat sie natürlich, wenn wir jetzt sagen, die Rolle, es gibt Aussagen von ihr, die Frau als Künstlerin, die Frau kann keine Kunst schaffen. Sie muss sich sozusagen im männlichen Diskurs einschreiben, erst dann, in diesem phallokratischen, erst dann wird sie zur Künstlerin oder wird sie wahrgenommen. Und es gibt einige Texte natürlich von ihr, die sagen, ja, okay, also diese Künstlerinnen, über die sie schreibt, sind ja alle eher dann doch, sagen wir, gibt es wenig Happy End. Bei ihr könnte man jetzt sagen, es ist sehr viel von Nestbeschmutzerin gesprochen worden. Wer ist denn schon Nobelpreisträgerin? Also sie hat ja da auch wieder ganz paradox. Einerseits wird sie abgelehnt, andererseits hat sie eine der größten Ehrungen, die man überhaupt jetzt im Bereich der Literatur haben kann, nämlich den Nobelpreis gewonnen. Und sie ist die meistgespielte Autorin im nicht nur, glaube ich, deutschsprachigen jetzt Theater, aber da ganz sicher. Sie ist ja auch eine der erfolgreichsten Künstlerinnen. Wie würdest du diesen Widerspruch oder Spagat sehen? Oder siehst du da überhaupt einen? Ja, Also ich denke jetzt an im Abseits zum Beispiel die Rede dann wieder zum Nobelpreis. Es ist ja auch eine andere Dimension. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber in ihrem Selbstverständnis, wenigstens was wir davon wissen natürlich, in ihren Stellungnahmen, in ihren Interviews und so weiter, meint sie ja immer wieder, dass sie trotz Nobelpreis nicht so anerkannt wird, um es jetzt ein bisschen zu bagatellisieren, wie es ein Mann mit Nobelpreis wäre. Das heißt, sie gehört noch immer nicht zum Kanon in der Schule oder so. Also ich weiß ja nicht, was in österreichischen Schulen gelesen wird. Ich kann das nicht beurteilen. Aber das habe ich gelesen. Und nur Germanistinnen beschäftigen sich mit ihrem Werk. Das sagt sie auch immer wieder in Interviews, ne? Praktisch ihr Lesepublikum besteht eben aus Frauen, wahrscheinlich auch aus ein paar Männern, das will ich ja, aber in ihrer Wahrnehmung, also was sie sagt eben, gibt es dann noch immer einen Mangel. Und also sie fühlt sich noch immer nicht anerkannt. Ob das jetzt eine Selbststilisierung wieder ist, nicht? Da ist sie ja auch sehr, Meisterin. ja, wollte ich sagen, ne? Also nicht ungeschickt wenigstens. Das ist die Frage, weiß ich auch nicht so jetzt zu beantworten. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir es nicht beantworten, weil das einfach auch
beides, glaube ich, ist. Es gibt ganz tolle männliche Regisseure, die ihre Theatertexte aufführen. Aber keine Germanisten. Weniger Germanisten vielleicht, aber dennoch, Nobelpreis ist ein ganz großer Preis und ich glaube, sie ist schon auch ganz als große Schriftstellerin und Künstlerin wahrgenommen. Sie wird übersetzt, sie wird schon auch beforscht in einem sehr großen Ausmaß. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich eines dieser paradoxen Widersprüche, die man immer wieder bei Elfriede Jelinek treffen kann. Ja, in diesem Sinn, glaube ich, ist das auch ein Schlusswort. So spannend machen. Ja.